Also Edelink ist ein taiwanesischer Konzern, Hauptsitz in Taipei. Die entwickeln hauptsächlich Embedded Solutions, Embedded Boards und haben die Penta, meine ehemalige Firma, übernommen. Uns war damals wichtig, dass wir jemanden finden, der den Standort weiterhält, der das Ganze ausbaut. Und mittlerweile hat Edelink auch diesen Standort Deckendorf als zentrale, weltweite Zentrale für das Medizinproduktegeschäft erkoren. Und hier in Deckendorf werden die ganzen Produktentwicklungen weitergetrieben, Innovation reingebracht und das komplette Geschäft weltweit für den Healthcare-Bereich koordiniert. Wir fokussieren uns auf Rechner, All-in-Ones, Monitore, Tablets. Haupteinsatzzweck ist der OP, die Intensivstation oder auch Rettungshelikopter. Parallel dazu treiben wir sogenannte OEM Full Custom Designs voran. Das sind dann die großen Firmen, die Produktentwicklung machen lassen mit dem Know-how von uns. Die ganze Thematik künstliche Intelligenz in die Medizinbranche reinzubringen. Das wird bereits gemacht, in gewissen Branchen ist schon etabliert. Und mit unseren Produkten und mit unserem Know-how im Background wollen wir heute halt das Ganze noch vorantreiben, speziell für diese großen Player, die heute halt als Dienstleistung, die Edelink auserwählt haben.